Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire auf meinem Kanal. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir das heute vielleicht sogar schon schaffen. Wir werden sehen. 750.000 Einwohner anschließen. Aktuell haben wir 650.000. So, jetzt bietet es sich natürlich an, hier noch ein Gebiet zu kaufen. Und das hier oben wäre gar nicht mal so teuer. 2,25, 2,76, 4,8, 4,5. Gerne hätte ich natürlich dieses hier gekauft, aber ich denke, wir entscheiden uns da mal für die sparsamere Variante hier. Da haben wir natürlich auch nur zwei neue Städte. Das ist natürlich auch so. Für drei haben wir ja eine neue Stadt, das lohnt sich noch weniger. Brandenburg für vier, aber da ist das Problem, da ist die Konkurrenz, die müssten wir dann zuerst aufkaufen. Ja, komm. Nee, dann holen wir uns mal Holstein. Jawohl. Weiteres Gebiet. Und da haben wir Hamburg, das eine Fleischindustrie hat. Das verbindet sich natürlich eher mit Hannover, weil sonst gibt es da Probleme. Gut, ich kann auch zwei Strecken machen eigentlich. Können wir eigentlich. Also eine geht hier hin. Und die andere geht nach da drüben. Mitten durchs Land. Ja, komm, aber das ist jetzt nicht gerade so schön hier. Wenn schon hier nahegelegen und dann geradeaus. Das ist doch gut. So. Neuer Zug. Kaufen wir uns die Lokomotive. Zugbegleiter. Wachmann. Von da nach da. So. Die Route wird eher nur Post befördern und so. Dann hätte ich eigentlich auch gerade da eine andere Lokomotive genommen. So, wir haben 34 Bahnhöfe angeschlossen, sagt die Zeitung. So, und da machen wir den. Sponsoring. Kaufe ich nicht. So. Jetzt könnten wir hier Zug verwalten. Und zwar, welches ist die, die Express ist? Aktuell ist eine, die 69 fährt drin. Hier diese, Express. Ja, das ist, glaube ich, die Hulda. So. Und wir haben auch selten mit den Waggons gearbeitet. Zum Beispiel können wir da den Postwagen. Speisewagen. Ja. Können wir da noch anhängen. Gut, dann sollte auch Hamburg sich ein bisschen entwickeln. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Die haben ja auch viel. Und dann haben wir noch... Das ist alles, oder? Ja. Flensburg. Kommen da die bekannten Punkte her? So. Dann von da nach da. Einmal gerade durch. Und da ist eine Bäckerei, immerhin. Und es wächst schon von alleine. Ich würde aber da trotzdem... Wo kommt jetzt diese Lokomotive her? Ich würde da trotzdem eine Expressmaschine nehmen. So, wird da auch noch den Postwagen und Speisewagen anhängen. Und ich würde sie dann klonen. Und da dann aber eine andere Lokomotive reinmachen, nämlich die. So. Dann wäre das eigentlich dann die Frachtmaschine und das andere wäre die Expressmaschine. Wird wahrscheinlich nicht ganz so aufgehen, aber naja. Gut. Und hier sind Würste gut gefragt. Die bekommen wir natürlich von vorne in Hamburg schon. Essenwerst. Oh, jetzt aber. Da ist eine neue Industrie frei geworden. Sehr schön. Ja, und da fragt sich natürlich, was wir da nehmen. Das ist natürlich schon klar, denn das Bier brauchen wir überall und wir haben es nicht. Also wir haben die einzige Brauerei ist hier und die verbindet natürlich hier drüben. Ja, 0,0. Deshalb, da muss eine Brauerei hin. Das lohnt sich da am meisten, finde ich. Natürlich gibt es auch noch andere, aber... Wenn wir das jetzt hier so anschließen,
Das ist einfach am nächsten zu dieser Plantage. Also es, besser kann man es nicht machen, glaube ich. So. Und ich muss noch Versorgungstürme setzen da hinten. Schon fast vergessen. So. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Wir werden es schon hören, wenn es nicht gut ist. Plus die beiden Bahnhöfe. Da können wir noch ein Wartungsdepot eröffnen. Und da ebenfalls. So. Albertshof nahe Hamburg. Ist das der da? Ne, der da. Ne, den hole ich mir nicht, weil der... Den brauchen wir da vielleicht nicht mal. Also, es steht natürlich offen, aber ich denke nicht, dass wir den da brauchen. So. Der fährt nur nonstop diese Route. Und das fahren wir da dreimal. So, für das könnten wir den kaufen. 775.000. Den kaufe ich mir lieber, weil da können wir dann das Ausbauen selbst bestimmen. Und da machen wir dann auch Gewinn, weil wir brauchen davon. So, jetzt ist es meiner. Ich muss aber auch ausgeben, um den ja, zu verbessern. So, jetzt ist es schon deutlich besser unterwegs. Und es fährt ja natürlich alles durch diesen einen Bahnhof. So. Und da kann man bestimmt mal die Strecke ausbauen. Vielleicht auch mit solchen Überkreuzungen. So. Dass da jederzeit eine Ausweichmöglichkeit da ist. Ja, ihr seht, der fährt da zum Beispiel durch. So regelt sich das ein bisschen besser. So, da kommen auch Getreidezüge. Alles Mögliche kommt da. Was fehlt denn hier? Gemüse. Ja, der Hopfen fehlt natürlich und das Sauerkraut. So, und dann können wir hier hingehen und dann die Industrie auch noch gerade ausbauen. Ja, und dann später wiederkommen. So. Der hat so von der Mast nach Gütersloh. Und hier haben wir tatsächlich voll Milch. Also wir haben hier zu viel Milch. Es geht gar nicht. Es geht nicht weniger. Der macht also so viel Milchprodukte wie geht. Gut. Aber nicht auf voll 100%. Da ist aber nicht voll. Das heißt, wir haben zu wenige, die das abtransportieren. Die Frage war nur, welche Route das war, die das abtransportiert. Weil hier der Hof so nah ist, konnten wir ja da nicht gut bauen. So, der geht nach Frankfurt am Main. Rodungsfläche nahe Klagenfurt. Nein, danke, das ist wieder Österreich. So, ich muss schon in diese Richtung, das passt. So, da sind wir ja schon wieder. Kassel hier, 122.000. Was sagt Frankfurt? 124.000, schau an, wegen den Möbeln. Ja, Möbel, sehr gut vorhanden. Nur dank den Möbeln. Auch dank den Printen. Da wollte ich ja noch ausbauen. Da ist die Produktion nicht beständig, weil das Getreide fehlt. Obwohl der hier sehr viel produziert. Na gut, wenn du halt hier mit so wenig Geschwindigkeit hochfährst, dann, ja. Das ist da ein bisschen der Fehler daran. Und jetzt will ich gerade mal schnell schauen. Wir haben halt auch noch eine alte Lokomotive. Hier, die. Jetzt kann ich auch mal hingehen. Das ist die Tyson Tenwheeler. So, wir haben die ab. Da können wir uns anhören. So, Tyson Tenwheeler, alle 18 Stück. So. Und jetzt sollten die alle hier ein bisschen mehr Kraft haben. Und es sollte mehr ankommen.
Ja, Frankfurt am Main ist da bald am oberen Balken angekommen, wenn man das sieht. Hamburg wächst jetzt aber auch. Deutscher Krieg beendet. Oh, wir haben die Aufgabe erfüllt. Gut, diese unerfreuliche Sache ist also entschieden. Nach meinem schnellen Sieg über Österreich haben die anderen Staaten zu meiner Musik zu tanzen. Es gilt einem gesamtdeutschen Staat den Boden zu bereiten. Und da hat auch die Eisenbahn eine Rolle zu spielen. Ich erwarte Ihre volle Kooperation. Wagen Sie es nicht, Hand an Privatbesitz zu legen, oder ich werde Sie bis vor das oberste Appellationsgericht schleifen. Ja, wir haben keinen Ich sage es Privatbesitz. frei heraus, mein Herr. Ihr Protest interessiert mich herzlich wenig. Und im Übrigen wäre es mir ein leichtes, Ihr Unternehmen einfach im Interesse des Staates zu requirieren. Aber wäre es nicht für alle Seiten erbaulicher, wenn wir friedlich zusammenarbeiten würden? Immerhin geht es Ja. hier um Interessen des Staates, die größer sind als jeder einzelne von uns. Gut, was haben wir auch für eine Wahl? Und scheinbar bietet die neue Situation auch unserem Unternehmen interessante Perspektiven. Ein Liniennetz, welches alle deutschen Staaten fest aneinander schmiedet, hat schon etwas Faszinierendes. Das ist die beste Linie hier. Von da nach da. Aber wir haben 600.000 dafür bekommen. Und sie macht ja auch noch hier. Also ja, sie haben zwar Getreide, aber so haben sie noch mehr Getreide. Okay, also wir haben die Aufgabe erfüllt und wir haben vier neue bekommen. Die Revolution vom März 1848 ist in den deutschen Kleinstaaten gescheitert und dem Adel ist es gelungen, das Begehren der Menschen noch nach mehr politischer Mitbestimmung abzuwehren. Während das Königreich Preußen und das Kaiserreich Österreich im deutschen Vielstaatenbund noch um die Vorherrschaft ringen, blühen in England bereits die Industrielandschaften. Doch auch in den deutschen Kleinstaaten beginnen erfindungsreiche Geister, den Wert der Eisenbahn für die Zukunft Deutschlands zu erkennen. Ja, warum muss es hier immer um Krieg gehen? So, richte eine Expressverbindung zwischen Berlin und Köln ein. 1859, nächstes Jahr bereits. Zugang zu 16 Gebieten und 10 Städten mit 120.000 Einwohnern, alle Konkurrenten aus dem Geschäft werfen. Also wir haben ja sehr schwere Dinge bekommen. Und ich müsste gerade mal schauen, wo denn hier Berlin ist. Da ist Brandenburg, das kann ja nicht weit sein. Hier Berlin. Okay, und wo ist das geografisch zu uns? Express zwischen was? Berlin und Köln. Also Berlin ist hier. Köln war ja noch weiter oben, oder? Jetzt habe ich jetzt die Karte. Ja, die Karte habe ich falsch herum. Köln war ja da oben, da. Also von da oben nach da unten. Dahin. So, das heißt natürlich, unser nächstes Gebiet ist dieses hier für 4 Millionen, was wir uns holen. Und ja, ich denke, wir arbeiten an diesem Ziel. Nebenbei habe ich jetzt noch hier die Brauerei aufs volle Maximum ausgebaut. Mehr geht da nicht mehr. Also laut Balken schon. Aber vielleicht muss die erstmal produzieren, dass da mehr dazukommen kann. Auch die hier ist voll. Ah, gut, die müssen wir zuerst kaufen. Ist was anderes. So, und das Bier wird dann da produziert. Wir waren ja noch hier zugange. Eigentlich. Und ich mache jetzt da einfach eine neue Linie. Ich schaue jetzt nicht, wie das schon ist. Von da nach da. Das ist diese Linie. Und die kopiere ich auch einmal noch. So, dass hier auf jeden Fall nicht Milchprodukte übrig sind. Dass wir die auf jeden Fall da hinten gebrauchen können. So. Zusätzlich fehlt uns hier die Schafswolle. Milch ist vorhanden. Obstler ist schwer. So. Also Schafswolle ist ein sehr gefragtes Produkt. Das heißt, wir können mal wieder ein paar Züge da hinzufügen. Man muss aber auch zugeben, die eine Linie hier ist vielleicht auch ein bisschen begrenzt. Nur ein bisschen. So. Das würde ich mal komplett nachfahren hier. Nach da. Und dann nehmen wir hier diese Abzweigung.
Nein. So, er kriegt es nicht hin, aber jetzt geht's. Also, da ist angeschlossen. Und dann noch hier oben. So, wie war das schon wieder? Shift und links. Ja, so geht's. So, der kommt hier zusammen. Ah, ne. Falsch. So. Dann geht der weiter nach da oben. Ah, knapp daneben. Noch nicht zu Ende. Der geht hier rein. Und wechselt dann da mal die Spur. So. Der geht da durch. Und ja, wenn man jetzt hier noch einen Übergang bauen könnte. So, dann geht das ja so. Gut. Also, Strecke sollte jetzt deutlich optimierter sein. Und dann kann man natürlich hier auch noch einen Ausgang bauen. So zum Beispiel. So. Und wir sollten auch hier jetzt nicht nur den Stau auf diesen Gleisen haben, sondern auch mal auf den anderen da drüben. Hoffen wir es auf jeden Fall. Jetzt ist noch die spannende Frage, also den Obstler, da kommt so wenig an. Den würde ich entfernen. So, genau. Und würde hier, da oben ist was anderes los, das Bier reinpacken. Und dann die Anbindung von da nach da. Das ist ja über diese Strecke, ist ein bisschen Umweg, aber das passt. Deutlich erhöhen. So. Damit hier Bier verfügbar ist für alle, die hier natürlich angrenzen. Muss natürlich hier zuerst produziert werden. Das weiß ich auch. So. Und hat es hier genug? Nein. Weil der nicht hinterherkommt. Könnte daran liegen. Aber 2 Millionen auszugeben. Besser mal so. Denn wir wollten ja noch da Brandenburg kaufen. Da, Brandenburg. Jawohl. Der Zoll und die 7 Gleislein. Und da kriegen wir Prasterdomäne nach Hamburg. Das wäre schon eher was für uns. Das hole ich mir mal. 158.000 ist ja nicht viel. Wenn ich jetzt das Geld gerade nicht gehabt hätte, wäre ich natürlich blöd dagestanden. Muss ich sagen. So. Und jetzt sollen wir ja da eine Expresslinie einrichten. Von hier unten. Das wird jetzt besonders gut. Ich kann natürlich die Konkurrenz aufkaufen. Nur wir sehen da, die hat natürlich auch einen Wert. Und eine Aktie kostet 216.000. Also bis ich die aufkaufen kann, brauche ich 32 Millionen aktuell. Wir haben einen deutlich höheren Wert. Das ist schon mal schön. Aber das hilft natürlich nichts. So. Und wo ist das? Das ist direkt in Köln. Das ist ja das Beste. Wenn wir eine Direktlinie bauen wollen, dann müssen wir nur auf dieses Schild zu. Da sind leider ein paar Seen. Also, ich würde gleich einen mittleren Bahnhof nehmen. Er passt hierhin oder... Da ist halt eine Fabrik, also hierhin passt er. So. Ein weiterer Bahnhof wäre in dieser Stadt wirklich nicht nötig gewesen. Nein. Du sagst es ja. So. Und dann gehen wir hier oben. Bisschen schwer. Wo schwenken wir da ein? Ich mach's mal nach hier. So, nach da. Das sind 7 Millionen durch das ganze Gebiet. Ich will aber da nicht unbedingt untertauchen. Das ist so ein bisschen das Problem. So. Wie viel Prozent Steigung habe ich da? Aktuell steht das da nicht. Und dann muss ich hier noch ein bisschen ausweichen. 11% Steigung.
Ja, so sind die 11% hier. Weil sie halt hier ihre Gleise da schon hat, dann sind es hier 5%. Die Brücke muss aber nicht allzu lang sein. So, kann man das ein bisschen einsparen. Und dann würde ich, glaube ich, schon bevorzugen, auf der anderen Seite anzukommen. Ja, die Frage ist, wie gehst du hier durch noch? So. So ist ja das immer noch etwa gerade. 8% hier. 18%. Das ist da halt zu viel. So, so haben wir hier 57. Ja, es geht anscheinend nicht anders, weil hier alles, halt alles verbaut ist. Ist ein bisschen blöd. So, da oben durch und darüber. Sollte eigentlich so passen, sind 6 Millionen. Auf diese werden wir jetzt warten. Und ich werde in dieser Zeit keine andere Verbindung machen. Oh! Und sie hat uns 2% Aktien abgekauft, oder was? Oder wie? Ja, sie hatten tatsächlich 2 abgekauft. Kann ich das nicht irgendwo ausstellen? Ich denke nicht. Sie möchte jetzt also versuchen, uns aufzukaufen, aber es wird ihr nicht gelingen. Außer sie hat so viel Geld angespart. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir nehmen natürlich da ein neues Bild, und zwar von der Konkurrenz. Wir sind in Berlin. Die Hauptstadt gehört uns. Oh, und da hat sie natürlich das richtige Denkmal gebaut. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!